So, ich starte mal die Aufnahme und teste jetzt erstmal, ob es soundtechnisch passt. Wie sieht es eigentlich mit deiner Wii aus? Läuft soweit, Conno? Danke der Nachfrage. Also, ich konnte aufnehmen. Die Videos, die du ja, glaube ich, heute siehst, waren ja. Ja, genau, die waren ja nach dem Absturz. Also, das heutige und drei weitere sind auf der Platte aufgenommen, die funktionieren. Ja, sie läuft. Ich habe noch keinen Dauertest gemacht, also quasi hier 2 Stunden zocken oder 3. Vielleicht lag es doch an der CD, ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Ich würde eigentlich, also ich gehe von der CD aus, weil als ich die 4 Parts aufgenommen habe heute, heute habe ich gar nichts aufgenommen, hat der an der Zwischensequenz, an der allerersten Zwischensequenz wieder genau die Macke gehabt, wie am Ende, wo er sich aufgehangen hat. Deswegen vermute ich, dass einfach die Stelle, wo ich gerade bin, dass da die CD irgendwie beschädigt ist. Und der deswegen so viele Probleme hat. Die letzten 2 Parts oder so, sogar die letzten 3 eigentlich, bis auf der erste, die liefen komplett flüssig. Zwischensequenzen waren flüssig, kein Lags, keine Soundfehler, keine Grafikfehler, nichts. Das lief rund. Ich hoffe einfach, dass es an der CD liegt. Weil, ganz ehrlich, du kriegst die GameCube-Spiele für einen Penny hinterher geschmissen und... Ich sag mal so, eine Wii rein theoretisch auch, aber eine Wii alleine reicht mir nicht. Leute, eine Wii alleine reicht mir nicht. Ich brauche keine Standard-Wii. Deswegen, ja. Danke für die Nachfrage, Conno, aber erstes Statement ist, ihr geht's gut. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Ich habe die kompletten Staub, alles gemacht, dies, das. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob der Lüfter ging. Ich habe die einfach angemacht, mal gezockt und getestet. Hätte drauf gucken sollen, aber ich habe es nicht getan. Sorry, my bad. Nächstes Mal gucke ich genau, was der Lüfter macht. Ob er sich wirklich nicht mehr dreht oder ob ich farbenblind bin oder etwas farbenblind, ob ich blind bin. Oder ob das in Stauben geholfen hat, whatever. Kann ich ja später mal testen. Jetzt erstmal wieder für ein paar Elos gehen hier. 2 Games, dann sind wir Promo. Ja, ach ja, übrigens gestern. unten sein. Gestern habe ich mit der Made ein richtig geiles Spiel gehabt, und zwar Janna Caitlyn, und ich glaube, er stand irgendwas mit über 20 Kills am Ende da. Das war ein richtig sickes Game. Wir hatten Ivan, Jungle und mich halt Support und einfach die Schilde. Du hast einfach Caitlyn nicht tot bekommen, das war richtig sick. So, ich muss jetzt blind picken, und weil das gerade so gut läuft, ich weiß, dass ich die letzten Games jetzt auch Janna gespielt habe, aber es läuft und never change a warning system, Leute. Skin würde ich sagen, hatte ich jetzt den, glaube ich, 2-mal. Wechsle ich auch im Video. Den hatte ich. Würde nur sagen, es ist wieder Zeit für den Wetterfee-Channel. Let's do it. Außerdem ist es das erste Game des Tages, das ist immer gut. So, machen wir gleich nochmal 19 Runde. Ich habe übrigens, möchte ich an der Stelle anmerken, das ist schon das 2. Mal, dass das auf meinem Kanal passiert. Ich habe ein Angebot bekommen von einem Kanal, dass er quasi Werbung für mich macht. Und diese Werbung macht er, indem er quasi... Ah, guck mal, wir picken die Lane von gestern. Easy. Danke, Conno. Dir auch noch viel Spaß, du Made. Sprachfehler vor du... Also, Gedankenfehler vor du Win. Ihr kennt mich. Pack mal live, mein Gehirn ist einfach so durch. Das Angebot war, dass man quasi unter einem Video, was er gepostet hat, schreibst du quasi Let's Player des Monats, glaube ich. Also irgend so ein Hashtag musst du reinschreiben. Und er sucht sich dann von diesen Hashtags Kanäle aus, und die besten Kanäle stellt er vor. Jetzt kommt das Problem. Ich möchte ein bisschen Kritik äußern, weil ich habe das schon zum 2. Mal bekommen, und ich habe es auch schon einmal einer Person geschrieben, was der Hintergedanke dabei ist. Und du kannst mitmachen, wenn du aktiv dabei bist. Also bei ihm, das heißt, du musst ein Abonnent sein, du sollst das aktuelle Video liken, von dem er dir quasi, wo er dir die Regeln erklärt, und du musst aktiv dabei sein. Das bedeutet, dass die Tatsache, dass du Werbung bekommst auf einem Kanal, der wahrscheinlich von Leuten abonniert wird, die selber wollen, dass andere sie abonnieren, ja, deswegen abonnieren sie ihn ja, dass du diesen Kanal selber abonnierst und aktiv darauf bist, ob dir der Content gefällt oder nicht. Und das ist eine Sache, wo ich sage, da muss ich dankend ablehnen. Weil, was für einen Sinn hat es, dass ich einen Kanal abonniere, die Videos like, obwohl sie mir nicht gefallen, nur damit er ein Video für mich macht, weil er 300 Abonnenten hat, mehr als ich, klar, 320, 40, dass er ein Video macht für meinen Kanal,
Aber das, die einzigen Personen, die dieses Video sehen, sind Leute, die selber Abonnenten wollen. Das heißt, seine Abonnentenzahl steigt ja dadurch, dass er Werbung für andere Leute macht, für andere Kanäle macht. Das ist ja der Großteil der Masse an Abonnenten, die er dazu bekommen wird mit diesem Video, was er macht. Das heißt, im Endeffekt ist es ja so, dass er nicht nur mehr davon profitiert, sondern auch mehr davon profitieren will. Und ich weiß nicht, ob er... LOL? Dankeschön. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Ich weiß nicht, ob er es unbewusst macht oder ob er es bewusst macht. Ich kritisiere solche Personen nicht, weil ich lehne dann einfach dankend ab und es ist okay. Aber ich weiß halt, dass es mir weniger bringt als ihm in dem Sinne. Und das Angebot habe ich schon zweimal bekommen. Und ich habe irgendwie so ein Gefühl, das ist aktuell ein Trend auf YouTube, zumindest in kleineren Kreise. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man das nicht macht. Also ich wünschte mir, dass man damit aufhört, weil du bekommst Abonnenten dafür, dass du andere Kanäle vorstellst, die dich aber abonnieren müssen, damit du sie vorstellst. Dazu sollst du aktiv sein. Also das heißt, er möchte quasi Abonnenten gewinnen und möchte, dass diese Abonnenten aktiv sind und nicht inaktiv, was ja logisch ist. In einem seiner Videos sieht man dann zum Beispiel, wie er einen Kanal abonniert, den er vorgestellt hat. Da weiß man dann nie, ist das ein Kanal von seinem Kumpel, von seinem Real-Life-Kollegen, whatever. Und wenn er ihn abonniert und sagt, abonniert und supportet ihn, weiß man ja nie, ob er ihn nach dem Video direkt wieder deabonniert. Das kannst du ja, das ist ja ein Mausklick. Und es ist nicht böse gemeint. Ich finde nur, Leute, passt auf. Macht sowas am besten nicht. Springt auch sowas nicht an. Selber, wenn ihr sowas, so ein Projekt machen wollt, macht es nicht. Ich würde es machen, wenn... Also ich persönlich würde sowas zum Beispiel auch gerne machen, aber mit komplett anderen Regeln. Zum Beispiel musst du kein Abonnent von mir sein, weil ich will ja keine toten Abonnenten dort haben, die nur abonnieren, damit ich sie vorstelle. Dass man das aktuelle Video liked, finde ich sogar einigermaßen okay, weil das schadet mich nicht. Ich möchte ja daran teilnehmen an dem Projekt, also kann ich es ja auch verbreiten. So, da spricht nichts gegen, das ist sogar gut. Ja, keine Ahnung. Und ich finde, man sollte selber auch erstmal eine gewisse Größe erreicht haben. Also so, ich weiß nicht, 25 Kabus solltest du schon haben, bevor du sowas machst. Weil dann hast du halt auch viele Personen dabei auf deinem Channel, die sich wahrscheinlich auch darüber freuen, andere gute YouTuber zu finden. So, das wären so meine eigenen Kriterien. Und das sind auch die Kriterien, die ich so an hätte, bevor ich dann so etwas mitmachen würde. Dass ich quasi nicht gezwungen werde, einen Kanal zu abonnieren. Dass ich nicht gezwungen werde, aktiv auf einem Kanal zu sein, der eigentlich Content bringt, der mich überhaupt nicht interessiert. So, das ist ja nichts Schlimmes gegen die Person, sondern wenn ich halt die Videos nicht mag oder nicht gerne schaue, weil ich halt komplett in eine andere Richtung gehe, was das Video anschauen geht, dann hilft mir das nicht. Welche Kanäle würde ich zum Beispiel aktuell mal reinschauen, länger beobachten? Ich finde aktuell Formel 1 ziemlich gut. Ich schaue gerade sehr viele Kanäle an, die Formel 1 2016 Let's Playen. Darunter PietSmiet, sollte jeder kennen, die machen das zu viert relativ cool in der Gruppe. Ich habe einen englischen YouTuber entdeckt, der das gemacht hat, der hat das beendet, der hat jetzt glaube ich mit 54 Parts oder so das Projekt beendet, der macht jetzt Formel 1 2006. Nicht gut, finde ich, so, also finde ich nicht gut. Aber er hat den Karrieremodus relativ gut von Formel 1 2016 gespielt, das fand ich geil. LOL, wenn mir irgendwie da ein LOL-Kanal gefallen würde, aktuell gefällt mir keiner auf YouTube. Der Videos hochlegt und der mir konstant gefällt. Da gab es auch viele Kanäle früher, die ich wirklich konstant geschaut habe. Der Patrick zum Beispiel, wer den kennt, das ist ein deutscher YouTuber, der auch mal in der Summoners Inn Gruppe mit dabei war. Der hat mir gefallen früher. War ja, glaube ich, ADC Main, bis er dann irgendwie alles gespielt hat. Da hat es mich auch nicht mehr, gefallen, weil ich schaue halt gerne Botlane-Sachen so. Ne? Das sind so Sachen, auf die ich halt schaue. Wo ich halt sage, das würde ich halt gerne sehen. So. Und wenn so ein Kanal auch vorgestellt wird, dann klar, dann trigger ich auch. So. Aber was zum Beispiel ist Minecraft PvP wird sehr oft vorgestellt. Und habe ich null Interesse. Ist nicht böse gemeint. Ist halt einfach nur nicht überhaupt mein Content. So. Ne? Ich schaue Minecraft PvP gar nicht. Überhaupt nicht. Ich weiß, dass damit. Du kriegst damit echt zu. Also du kriegst Aufrufzahlen, Zuschauer. 100 Pro. Minecraft PvP wird so krass geschaut, ganz ab wie die Schwitzkatze. Aber es ist halt einfach nicht meins. Und dann ganz ehrlich, das macht Unge, das macht der, das macht der, das machen so viele. Ich wüsste einfach nicht, warum ich es auch machen sollte. Erstens macht es mir keinen Spaß, weil ich es halt echt nicht spiele.
Und zweitens machen es doch schon große YouTuber und auch gut. Und auch viele andere mit 15, 20, 30k gibt es super viel auf YouTube, die machen das. Die machen das alle 10-mal besser. Ja, weil die da einfach drin sind. Brauche ich nicht. Ich bin Nintendo-Kind. Ich werde wahrscheinlich so ein bisschen auf diese PC-Nintendo-Schiene gehen. Was mein Kanal angeht. Natürlich immer mit LOL. LOL ist das PvP-Spiel, das spiele. Warum sollte ich jetzt noch Minecraft reinpacken? Versteht ihr, was ich meine? Ich habe ja dieses eine PvP-Spiel, was ich spiele. Und warum sollte ich jetzt quasi gezwungenermaßen auf noch mehr gehen? Weil du willst dich auch verbessern. So wie LOL zum Beispiel. Und die Zeit, die ich zum Beispiel in einem anderen PvP-Game verbringe, kann ich in LOL verbringen, um besser zu werden. Ne? Also das sind nur so ein paar kleine angesprochene Punkte und Meinungen zu dem Thema und auch dazu, wie ich quasi meinen Channel so handhabe. Ne? Damit ihr das nicht falsch versteht. So ein Angebot ist immer nett, aber man sollte es dann meiner Meinung nach aus den richtigen Gründen vielleicht machen. Weil das, dieses Projekt, dass ich einen Kanal vorstelle, der besagt ja in erster Linie, dass du quasi kleinere YouTuber unterstützt. Warum auch immer. Aber das ist ja erstmal die Einstellung, die du hast. Die du vermittelst. Du vermittelst die Einstellung, ich möchte kleinere YouTuber unterstützen. Und das hat erstmal nicht, finde ich zumindest, das hat erstmal nicht. Wir sind so tot. Da musste ich den Flay flashen. Damn, Daniel. Ja, der ist ein unlucky. Ich quatsch auch zu viel. Ich bin nicht konzentriert gerade. Ist nicht gut. Aber lass mir das Thema. Ich denke, ich habe ausführlich genug darüber geredet. Ich muss nicht noch mal ein bisschen drüber quatschen, wie, wo, was, weshalb, warum. Das brauchen wir nicht. So, wir freezen hier, weil wir ein guter Support sind. Naja, so gut wie es halt eben geht, ne? Unlucky. Und wir konzentrieren uns jetzt auf das Game, denn wir sind mit Summoners gestorben. Und das ist nie gut. Der Hook von Trash, also, dass er gehookt wurde, war bad. Dass er da so hemgeht, ist okay. Ich kenne sein Spielstil, das ist fein. Dass er gehookt wurde, war nicht gut. Ich hätte auch früher exhausten können, um den S-Rebel Burst zu widerstehen, aber wie gesagt, ich habe nicht. Hab eigentlich nicht damit gerechnet, dass er sich da hocken lässt und. Ja. SW konnte halt trotzdem verloren wegen Trash-Lanterne und. Ihr wisst, was falsch liegt. Brauchst du euch nicht erklären. Und ihr mir auch nicht. So. Oh, lauter will ich mal, nicht leiser. Oh, fuck. Ups. Das wollte ich machen. Mit dem Peps. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, warum schon wieder Lee Sin offen ist. So, Lee Sin ist eigentlich aktuell wirklich ein Bann würdig. Also wirklich eigentlich schon fast Perma-Bann. Keine Ahnung, warum wir gegen den spielen müssen. I don't get it. Six pusht einfach die Lane bis Bagdad. So, Ahri beschwert sich, dass sie Eve trollt. Dabei verreckt die Ahri. Verliert die Ahri das Game alone. Da konnte ich ihr nicht helfen. Ich hätte ein bisschen was blocken können, auf jeden Fall. Aber ich bin gerade noch nicht in der Höhe. Es ist das erste Spiel des Tages. Ich muss erst ein bisschen wach werden. Die Ahri macht mir aber Sorgen. Drake ist auf jeden Fall gone.
habe nichts zum Warden, gar nichts. So, sehr schön. Das war wichtig für die Ari. So. Ist halt einfach null Vision. Kein Sidestone. Das ist so sad. Die ist Mitte. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Ripley. Das war wichtig. Alles klar, Junge. Geh einfach nach vorne. So, jetzt habe ich Ulti. Sollte um einiges safer sein. Trace sollte auf jeden Fall mal wieder runterkommen. Genau. Findet nämlich gerade ziemlich viel Level. Der Drache gibt ja kaum noch XP. Ich habe meine Zeitzone. Ich signalisiere es mal mit einem Ping. So, der Lee kann natürlich von hier rüber jumpen, Board jumpen. Das ist immer so ein Problem an Lee Sin, dass der einfach verdammt mobil ist. Der Bruder hat auch Tiamat. Ping mal back. Sicher, sicher. Übrigens, in den letzten Games sah das so aus, als hättest du dich immer mit einem Premier-Botlane spielen. Ich glaube, Gold. Was haben wir? Ich glaube, Gold 2 ADC. Also, er ist ja Gold 2 gewesen. Dann, ich glaube, einmal mit einem Random Gold 1 Varus. Dann mit einem Platin 5 Jin. Das also sieht so aus, als wäre man von Gold 2, Gold 1 und Platin 5 geskippt. Also, gekleinbit. Und ich hätte dann immer ein Gameplay gehabt. Aber die anderen beiden Games waren Randoms, die letzten zwei. Und es war halt wirklich einmal ein Gold 1 war es und dann Platin 5 Gen. Ziemlich lustig. So, dieser Zufall. Habt ihr schon dieses neue Itembild von den ADCs gesehen mit Double BF? Mein Gold. Musst du direkt reinschreiben. Plus 18. So. Nice. Das war sick. Die räumt gerade richtig auf. Der Six Snowball, also was heißt, der Six gibt gerade das Spiel ein bisschen aus der Hand, so keine Ahnung, also er war jetzt nicht super ahead, er war 1-1, aber ist jetzt zweimal so gestorben, so gegen Eve, das war nicht so gut. War nicht so gut. Das war nicht so gut. Das war zu viel Burst. Ich war sowieso nicht in Ultrange. Not cool. Will ich mal drunter kommen, so maybe? Sehr schön. Clean up. I like this. Okay. Vielleicht hätte ich das zuvor mit Caitlyn besser spielen können, aber ich habe das gut gespielt.
Wobei, in der Situation war sie für mich wieder, also für mich, er ist halt echt greedy so, das ist ein Spielziel, den ich, es ist cool, dass ich mit ihm versuche, einige Videos zu machen, weil es ist halt der Spielstil, der dich halt als Botlane noch irgendwie in Season 7 spielbar macht, dieser aggressive Spielstil. Manchmal ist es zu hemm für mich, so wie in der Situation, da hätte ich vielleicht was besser machen können. Flashen, ich weiß nicht, ob ich Flash schon abhatte. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Wie gesagt, ich quatsch die Runde viel zu viel. Das ist nicht gut. Das ist etwas, was ich selber immer ziemlich krass kritisiere. Wenn man LOL streamt, oder so wie ich jetzt auch aufnehme nebenbei, das Gequatsche. Das ist etwas, was ich extrem hart kritisiere. Weil man dann halt irgendwie nicht so fokussiert ist. Und ja, weiß nicht, das sehe ich als Schwäche an auf jeden Fall. Nein, ich habe Q gemaxt. Oh mein Gott, ich habe Q gemaxt. Ich habe mich mal bemerkbar. Aber Tower fällt, maybe. Ups. Mein ADC ist gerade ein bisschen weak, deswegen muss ich außen rum gehen. Wie gesagt, also entweder dominierst du halt mit diesem Spielstil, oder du wirst halt echt ein bisschen hart zerstört. Und das liegt halt einfach daran, dass ich noch nicht auf der Höhe bin. Hätte ich vielleicht Nami spielen sollen. Nami kann mich besser mit ihm klar. Das unterstützt diesen aggressiven Spielstil mehr. Ah, oh, Musik leiser, Mann. Könnte was werden. So, wir haben die Tower zuerst bekommen. Problem ist, wir sind eigentlich behind immer noch still. Ich habe Exhaust. Problem ist, wenn Lee runterkommt, muss ich eigentlich Lee exhausten. Ich habe gar keine Alternative. Hat mich nicht erst destroy? Ja gut, ich meine, es sind 78 Remixes, irgendwann wiederholen die sich, aber gehen eigentlich ziemlich lang. Wollen wir runtergehen? I don't know. Das Trash. Genau, das wusste ich. Ist mit Ulti gestorben? Die kann es ja machen, die gibt ja Vision. Oh, das könnte gut werden. Yep, nice, catch. Das ist Sixi. Der klickt gerade den Ward, das ist uns aber egal. Ich wusste nicht, dass er so schnell platzt. I don't know. Oh, es ist halt nicht fucking Sinn, Mann. Stats sagen halt nicht alles aus. So. Ich spiel nicht gut.
So. Wir kriegen das noch hin. Wir werden noch ein schönes Upplay machen zusammen. I believe. Hätte früher ulten sollen, maybe. Nice. Das wäre jetzt kein Outplay, aber jetzt reicht. Und das ohne Exhausti. Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Können wir so stehen lassen. So, 3,23 ist der Tragi. Okay, ist hier drüben noch worden. Zu wissen, wo die Lee auch sollen. Jetzt Punkt in den W packen, nicht in den Q, Mann. Oh, lalala. Mario, Mario, Mario. Ja, ich habe gefailt, ich weiß. Vorhin. Aber ich habe es ja auch instant gesagt, dass das Fail war. Weil wir pushen mal. Das haben wir letztens auch gemacht. Because we can. Das ist einfach zu viel, Mann. Einfach zu viel. Es ist. Wir positionieren uns scheiße so. Wäre sie runtergelaufen? Dann hätte ich nur für Lee Flash ulten können. So, die Ult, die Flash-Ult war übelst geboostet. Safe Call, das war übelst bad so. Aber wir haben halt keine Communication über TS. Wenn er runtergelaufen wäre, dann hätte ich quasi nur hier laufen müssen, nicht mal Flash müssen, weil Lee ist schon zu ihr gelaufen. Und hätte quasi nur Lee weg ulten müssen und für Esri hätte ich noch Q gehabt und damit Schild hätten wir übelst escapen können. Ah, ich weiß nicht, ist halt. Wir spielen gerade nicht miteinander, wir spielen gegeneinander. Das ist nicht gut für eine Botlane. So, wir haben zwei unterschiedliche Gedanken aktuell. Das, was die Ari schreibt, trifft genau auf die Botlane gerade auch zu. Aber wichtig ist einfach weiterspielen. Man kann sowieso nichts daran ändern, dass das gerade bei uns beiden nicht läuft. So. Das Einzige, was du tun kannst, ist spielen. Darius ist ziemlich toxisch. Checkt nicht, dass er halt als Lane Bully, genau wie wir unten, gekämpft wird. Trash hat ziemlich viel Pressure von uns weggenommen, von uns beiden. So, ich hab so ein leichtes Déjà-vu. Ist mir egal. Kill ist Kill. Nice. Und wir haben wieder Besuch hier. Ich sag ja, er ist übelst aggressiv, man hat das gerade gesehen. Und ich habe sogar noch mein Support-Item, also. YOLO. Das hat echt gut funktioniert. Ich hätte es auch früher casten können, ja. Aber warum? Hat ja so krass den Lee und den Six gerade weggeballert. Wie Pecanarino. Ich mag's, wie er mich nennt. So, wir können Wasserdrachen machen. Hm. Haben wir nicht den Drachi? Haben wir nicht Drachi? Drachi, lass mich mal in Ruhe jetzt. Die ist halt gefeedet, ist fuck so. Das freut mich aber. Eine schöne Eve in meinem Team zusammen ist auch mal toll. Und ich finde solche Gameplays auch ziemlich interessant.
Weil es lief halt nicht gut. Ich habe misplayed, er hat misplayed. Wir haben gegenseitig, wir haben quasi gegeneinander gespielt auf der Botlane, was halt ziemlich sick ist, auch mal zu sehen. Und jetzt, ne? Macht einen schönen Sidestep, zwei Auto-Attacks, ein Crit, ein Schild von mir und Lee Sin rennt. Und Six auch. Das war ganz okay. I like this. Schade, nicht gereicht. Da kommt gleich ganz viel. Nope. Gehen wir zu meiner Caitlyn. Die sind hier unten fein. Okay, Caitlyn rotiert schon. Tschüss, Darius. So. Ich lade sehr viel LOL-Videos. Also ich nehme gerade sehr viel LOL-Videos auf, das stimmt. Aber finde ich ganz okay. Weil mir LOL viel, viel Spaß macht. Und es ist sicherlich auch mal cool ist zu sehen, wie ich auf Platin komme. Ich glaube, das hat man letztes Season zum Ende gar nicht gesehen. Ne? Ich glaube, ich habe das ganze Videos. Ich glaube, ich war dann einfach irgendwann. Genau, ich habe die Promo, die komplette Promo zu Platin habe ich gar nicht hochgeladen. Das werden wir diesmal nicht so machen. Diesmal werden wir die hochladen. Also hoffe ich doch mal. Botlane hat gut gespielt, so. Das darf man den nicht verwehren, so. Das war ganz okay. Trash. Ihr wisst schon. Ne? Nett, wie ihr wollt. Übrigens, neue Map. Why not? Ne? LOL. Das meine ich mit, er spielt sehr aggressiv. XE-Fakt ist. Ich weiß nicht, Hab ich? Ich glaube, ich habe Ezreal gesaved. Mann, fucking lucky, man, that game. Ah, ich glaube, ich habe ihn gesaved. Nee, okay. Ich schreibe nein. Ich sag das Game, oh mein Gott. So carry ich. Tschüss, Ezreal Ult. So, das Item hat eine Range. Die ist ziemlich bombastisch. Guck mal, der ist ja schon. Oh, unlucky. Kam nicht mehr durch. Und ich habe nicht mehr Assist bekommen. Macht Spaß gegen Evelynn zu spielen. Kappa. Oh. Kein Bock auf dich, Tower. Der Knall Darius zählt. Die sind ja. Ich bin halt so fucking aggressiv, ne? Das ist halt so geil. Da habe ich ihn nicht gesaved. Da hatte der noch mehr als genug Leben, der Fresh. Hat einen Kill und danach die zweite Gefahrenquelle. Ja gut, er wäre nicht gestorben, aber YOLO, Mann. Nobody's perfect. Oh nein! Oh nein! Oh nein! No! Okay, es war ein bisschen. Aber 5 Tode ist okay. Ja, GG. Werde ich natürlich hochladen, weil es auch ziemlich interessant war, zu sehen war, wie man quasi auf der Lane gegeneinander spielt und dadurch quasi das Game wegschmeißt. Aber ja. Eve hat es erledigt, ne? Und dann die Aktion, wo er halt übelst behind war. Ich glaube 1-3 oder 1-4 stand dann schon. Und dann kommt der Lee und also wir haben ja erstmal die Botlane gepickt so. Ein. Dann raus und dann kam ja Lee und Six und dann einfach so.
Sidestep, dann zack, zack, zack und dann mussten die direkt weg, anstatt für den Kill zu gehen. Das war gut. Bis dann.